Hallöchen, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe hier vor meinem Haus auf meinem Hof und befinde mich auf der nordfriesischen Marsch ohne Gräben. Wir sind nach dem Livestream und der war wieder so schön. Ich bedanke mich nochmal bei euch ganz, ganz herzlich für diese schöne, schöne Zeit. Das war wieder so toll mit euch. So, da werden wir mal gucken, was wir jetzt alles noch anstellen. Ich habe ja jetzt von Obi die Erlaubnis, wieder Ballen zu machen. Und das ist ja auch das meiste, was momentan anliegt an Aufträgen. Alles andere habe ich ja schon ziemlich abgearbeitet. Aber ich will mal schauen. Ich glaube, mit Düngen war noch was. Schauen wir mal nach, wo der Dünger, wo die Düngerspritze abgeblieben ist. Die ist ja noch irgendwo unterwegs. Du bist auch zu Hause angekommen. Sehr schön. Ah, da ist er. Okay, da ist es fertig hier. Dann werden wir gleich mal schauen. Den Auftrag, also den Kurs rausnehmen. Du warst jetzt auf der 64. Gucken wir mal, was wir noch haben. Also, düngen. Die 35 haben wir noch. Okay, da schicken wir den doch gleich mal hin. Zur 35. Aber ich muss einen Kurs machen, weil ich mit einer Spritze noch nicht gedüngt habe in dem Spiel. Also, werden wir mal gucken. Die 35, wo haben wir die denn? Die 35. Hier ist die 34. Ach, die 35 ist hier drunter. Okay. Da müssen wir mal einen Kurs machen, ne? Job erstellen. Feldposition. Jawohl. Bitteschön. Und jetzt muss ich mal überlegen. Die kommen, denke ich, von hier oben hier rein. Das wird gegen den Uhrzeigersinn dann. Okay. Dann ist das so. Schauen wir mal. 41 Meter haben wir. Ich glaube, ich kann alles so lassen. Es sollte funktionieren. Generieren wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht ganz gut aus. Also, das ist die 35 mit 41 Metern. So, da schicken wir den mal dahin. Erster Wegpunkt stimmt schon mal. Die 35 müssen wir haben jetzt. Da, so, und da kannst du direkt loslegen, wenn du ankommst. Ja, du findest deinen Weg, ne? Du findest deinen Weg. Ganz bestimmt. So. Okay, der tut, was er soll. Gehen wir mal weiter. Ja, hier ist unsere Nummer 1. Okay. Da wollte ich hin, ganz genau. Jetzt muss ich mal schauen, welche ich mir aussuche, welche Mission. Ach, wir haben ja schon eine angenommen, wie ich gerade sehe. Okay. Dann gehen wir es an. Das ist, glaube ich, mit Sila. Nein, mit Wender. Okay. Dann ist das so. Und das muss zur Gärtnerei.
23.000 kriegen wir dafür. Haben wir noch was anderes hier mittlerweile? Hier ist auch noch Ballenpressen. Hier kriegen wir ein bisschen mehr. Ich würde mal sagen, dann nehme ich erstmal die, wo ich ein bisschen mehr bekomme, ne? Das ist ja auch mit dem Wender hier. Das auch. Hier ist Silage. Aber das ist nur ein kleines Feld, denke ich mir. Nee, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem an, wo wir das meiste bekommen. Das ist Feld 48. So, das nehme ich mal an. Die 48. Haben wir da schon den Kurs? Ach, guckt an, da haben wir das Ganze schon mal gemacht auf diesem Feld. Mit allem drum und dran. Das ist schön. Da kann man das direkt nutzen. Das schicken wir den dann direkt dahin. Also die 48. So. Und dort kann er direkt loslegen. Ganz genau. Jawohl, du machst das, ne? Da muss ich dann schon mal den Zetter bereit machen. Dann nehme ich aber einen anderen Traktor. Dann nehme ich dich dazu. So. Das war jetzt die 48. Also ich schicke ihn ja nur hin, der soll ja noch nie anfangen. So, mal gucken. Die 48, da ist er. Da müssen wir dann aber schauen, dass er nicht dem anderen im Weg ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Wartepunkt ist. Höchstwahrscheinlich auf der Fläche. So wie bei allen Rasenflächen. Da muss ich dann schon aufpassen. Den Schwader brauchen wir auch noch. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir. Nee, Moment mal. Wir haben dann noch den hier stehen. So ist es. Wir müssen noch den Grupper verräumen. Und der bekommt den Schwader. Ah ja, wir müssen ein Stück weiter rüber. Dann kannst du gleich hier nebenan zupacken. Oder Moment mal, wir machen das anders. Das ist ja doch ein ziemlich großes Teil. Der schafft den hier zwar. Aber unsere Nummer 1 will ja auch noch was zu tun haben, ne? Du bekommst nachher einen anderen Job hier. Ich hole mir mal den da vorne. Der kann sich den großen Schwader nehmen. So.
Der ist natürlich da mal völlig unterfordert, aber ich möchte ihn gerne mit reinnehmen, weil es einfach Spaß macht. Darfst du auch zu 48? So. Da rückt mein ganzes Geschwader aus, mein ganzes Grünlandgeschwader. Da werde ich wieder meinem Namen gerecht, den Shorty mir gegeben hat. Grünlandbaronin. Ja. Da werden wir mal wieder feste Gras mähen. Ist denn der Meer schon da? Oh, noch nicht. Guck an, das ist doch eine ganz schöne Strecke zu fahren. Aber weit kann es eigentlich nicht mehr sein jetzt. Denk davon. Müsste das dann irgendwo liegen? Wir sind ja schon an der 47 hier, wie ich sehe. Ja, genau. Da ist die 48. Jetzt fängt er an, hier seine Arbeit zu machen. Und da bleibe ich mal hier eben in der Gegend dabei, denn die anderen werden jetzt auch gleich kommen und die muss ich dann praktisch hier nebenan auf der Wiese platzieren, sonst sind sie dem hier nämlich im Weg. Ja, suchst du dir deinen Punkt, ne? Du machst das schon. Du machst das schon. Ich werde mal gucken. Der nächste müsste ja gleich da sein. Oh, der ist mit Düngen da noch fertig. Da muss ich ja auch noch ran. Da bist du. Ja, da hast du es ja gleich geschafft. Da vorne ist die 48. Ich werde mal direkt übernehmen gleich. So, da kann ich dich nämlich gleich maßgerecht abstellen. Wir fahren jetzt auf Nachbars Wiese. So, hier kannst du erstmal warten und stehen bleiben, mein Schatz. Hast erstmal Pause. Der Schwader müsste auch gleich ankommen. Der sucht immer noch seinen Punkt hier. Ah, da ist er ganz am anderen. Oh, ich sehe was. Da muss ich gleich tätig werden, sonst gibt es Karambolage. Da liegen noch zwei Rundballen. Ja,
Ich weiß nicht mehr, warum die da liegen, aber irgendwas war da gewesen, dass ich die nicht mitnehmen konnte. Ich glaube, das waren welche, die noch in der Presse waren und wir hatten zu dem Zeitpunkt hier was anderes zu machen. Und da ich nachher Quaderballen umgestellt hatte, konnten wir die Rundballen nicht mitnehmen oder umgedreht. Irgend sowas war das. Ich lasse mich jetzt mal hier vorschippern und dann werde ich gleich diese Ballen da wegnehmen. Die müssen an den Straßenrand, die darf ich nicht vergessen, die müssen hier mal abgeholt werden. Ja, es sind Rundballen, deswegen liegen die auch noch hier. Ich spring mal ab. So, dann nehmen wir die doch mal mit. Sonst gibt das hier wirklich Karambolage ohne Ende. Auf die Straße direkt kann ich sie aber auch nicht legen. Legen wir sie hier gegenüber an den Straßenrand. Aber vielleicht besser so lang, dass sie nicht auf die Straße rollen, ne? Und sehen sollten wir sie auch. So. So machen wir das mal. Und der andere, der muss auch runter. Sonst ist der gleich im Weg nachher. So. Gut, die müssen wir dann hier abholen. Das habe ich nämlich völlig vergessen. So, jetzt will ich mal gucken, wo der andere abgeblieben ist. Ah, hier, er kommt jetzt gleich an. Gut, bleiben wir kurz dabei. Kann ich ja auch gleich übernehmen dann hier. So. Oh, das war jetzt ein bisschen zu schnell, Maritzel. Komisch, wenn er selber so schnell fährt, passiert nichts. Aber wenn ich die Tube drücke und die gleiche Geschwindigkeit beibehalte, das mag er nicht. Eieieiei. So. Okay, du kannst auch hier warten. Wir haben noch den Düngerauftrag hier, genau da. Warum fängst du nicht an? Habe ich das nicht eingestellt? Nee, habe ich nicht, ganz klar. Sehe ich. Okay, dann darfst du jetzt anfangen. Muss aufgefüllt werden. Ja, das hättest du vorher wissen können. Habe ich das auch nicht eingestellt? Okay, dann muss man das mal machen. Die 35 haben wir. Auffüllen müssen wir am Hof. Na nun, wo habe ich das denn? Unter Einkauf vielleicht? Ach ja, das sind ja Verkaufspunkte. Das ist gut möglich, ja genau. Saatgut und Herbizid am Hof. Und wo ist das andere? Hofdünger. Das müsste ja dann da sein. Flüssigdünger, ganz genau. So, welchen muss ich jetzt anmachen, wenn ich das jetzt genau wüsste? Ich mache mal beide an. Okay, dann fährt er jetzt zum Hof, auftanken. Und dann wird er seinen Job machen, hoffe ich. Oh, die Zeit ist schon wieder gleich um. Das ist ja verrückt, verrückt, verrückt. Okay, meine lieben Zuschauer, dann mache ich das jetzt mal so. Ich sage dann jetzt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Na, der kart hier die Leute über den Haufen, hä? Das gibt's ja wohl nicht.
So einen großen Wendekreis. Na gut. Okay, also meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und macht euch noch einen schönen restlichen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen da. Darüber freue ich mich riesig, das motiviert und das hilft dem Kanal weiter. Ich sage dann mal Tschüssi für heute und bin erstmal raus. Ich werde das hier verfolgen, dass das auch funktioniert. Also, bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.